Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Wie geht's? Seid ihr glücklich? Oder sagst du, ich bete jeden Tag für die eine Sache, dennoch bekomme ich keine Antwort von Gott? Warum schweigt denn Gott, diese eine Sache zu erfüllen? Ich bete seit vielen Tagen dafür. Schaue mir diese Sendung an. Ich bete doch zum Herrn, dennoch geschieht nichts. Denkst du so und bist verzweifelt? Erwartest du eine gewisse Sache in deiner Familie, in deinem Leben? Bist du besorgt, dass dieser Wunsch noch nicht erfüllt ist? Der Herr sagt in Hiob Kapitel 23, Vers 14: Ja, er wird vollenden, was mir bestimmt ist. Was sagt denn dieser Bibelvers zu uns? Der Herr hat für mich was bestimmt und er wird das vollenden. Der Herr hat für dich einen bestimmten Segen vorbestimmt. Bist du vielleicht auf Arbeitssuche, dann wird der Herr dir eine optimale Arbeitsstelle besorgen. Suchst du einen Lebenspartner für dein Kind? Der Herr hat auch einen passenden Partner für dein Kind. Suchst du ein Grundstück, um ein Haus zu bauen? Gott hat ein gutes Grundstück für dich schon ausfindig gemacht. Möchtest du vielleicht Gott dienen und eine Kirche bauen, aber weißt nicht wie und wo? Der liebe Gott hat einen Ort für dich schon vorbestimmt. Unser Gott hat für jeden, was immer die Notwendigkeit sei, für das Leben, für die Beförderung oder für den Dienst, alles vorbestimmt. Glaub mir, er wird alles auf jeden Fall erledigen. Sobald du diesen Ort erreichst und der Sache bewusst bist, wird das Wunder geschehen. Er wird alles auf jeden Fall erledigen. Sobald du diesen Ort erreichst und der Sache bewusst bist, wird das Wunder geschehen. Bis dahin wird er dich weiter suchen lassen. Betet weiterhin und strebt, was ihr machen möchtet. Der Herr wird zum richtigen Zeitpunkt den Wunsch erfüllen, so seid nicht entmuntert. Was bedeutet es? Wenn es nicht passiert ist, das heißt, dass der richtige Zeitpunkt sei noch nicht gekommen. Deshalb gibt es sehr viele Hindernisse. Du hast den Ort nicht gesehen, was der Herr für dich bestimmt hat. Deshalb wird deine Sache verhindert. Das ist alles. Daher seid nicht entmuntert. Wenn du nun an ihn glaubst und bittest, was dir vorbestimmt ist, zu erfüllen, wird dies sicherlich geschehen. Wollen wir nun beten? Vater, erfülle die Sache, was du für diesen Sohn, dieser Tochter vorbestimmt hast und segne sie. Bestimme diese Sache heute und mache sie glücklich. Ich segne sie und bete im Namen Jesus, lieber Vater. Amen. Amen.